Hallo, hallo und auch heute eine Legung für dich und zwar pro Ostern. Für dich und deine Zwillingsflamme, ich bringe dir diese schöne bauschige Herzen mit und ich hoffe, du hast dich gut beschenken lassen, hast du einige Eier gesucht und jetzt konzentriere dich auf die Legung oder wirst du noch welche suchen. Aber wir schauen jetzt, wie geht es jetzt hier weiter mit deiner Zwillingsflamme, was wird hier alles neu durch der Oster. Wow, da kommt jetzt der Universum. Also der Universum wird hier wirklich so seine Finger im Spiel haben. Und ihr wisst ja auch, was am Ostern ist. Also Auferstehung, ja. Also es geht wirklich darum, ja, auch in der Zwillingsflammenprozess wird auch einiges neu. Also das Gefühl habe ich hier. Also eine neue Zyklus beginnt. Also eine neue Energie. Also es kommt einmal der Rivale und einmal die Rivalin. Also das sind zwei, die zu viel sind. Ja, also in den Zwillingsflammenprozess. Wie krass ist das? Also ihr braucht jetzt hier noch so ein bisschen zu warten, weil du bist hier wirklich die weibliche Zwillingsflamme. Und also es geht hier für dich um die Hochzeit. Also es steht noch eine innere Kindarbeit an und dass du da auch in Selbstvertrauen und Zuversicht bist, in der Leichtigkeit bist, dass du dieses Kälte loslässt, diese... Ja, dass du halt einfach nicht handeln kannst und also diese Untreue auch loslässt. Also ich habe das Gefühl, da ist irgendwie Kontrolle noch zu sehr ein Thema. Also sollte man wirklich auf die Intuition und auf die Träume hören. Vielleicht auch wirklich über die Intuition und Träume kommen welche Gefühle zu dir, wo du das Gefühl hast, du musst noch so ein bisschen warten, bis es in der nächste Level geht, also in diese gemeinsame Zukunft. Da spielt auch wirklich die Anziehungskraft eine große Rolle, aber auch die tiefen Gefühle spielen eine große Rolle. Es geht darum, die Heilung zu kommen, in den Spiegel zu kommen. Dann zeigt sich auch, dass deine Zwillingsflamme vielleicht dir auch etwas spiegelt. Vielleicht auch so ein bisschen Kälte dir spiegelt. Und vielleicht auch freundschaftlich auf dich zukommt. Aber auf jeden Fall ist hier eine Versöhnung da, weil die Anziehungskraft ist schon stark. Aber trotzdem hat man noch Verpflichtungen. Und es zeigt sich hier die Liebe. Also die Liebe, die Treue zeigt sich hier. Also ihr werdet euch treffen auch, auf jeden Fall. Und da spielt die Spiritualität eine Rolle. Und es geht aber auch langsam vorwärts. Und es geht darum, also die Kontrolle wieder zu übernehmen, über das eigene Leben, in der Leichtigkeit zu gehen. Da zeigt sich auch die Energiearbeit, ja, und also auch die Maske fallen zu lassen. Du bist hier die weibliche Soulmate, also wenn du in der Leichtigkeit bist und dich transformiert hast, dann beschleunigst du auch diesen Prozess, dann kommt es auch in der nächsten Schritt schon in diesem Frühling. Und zwar das verheißt dir wirklich Glück. Und es zeigt sich auch der Nachricht, der kommuniziert mit dir, also auch dieses männliche Soulmate. Also auf jeden Fall geht es darum, vielleicht auch ein Ritual zu buchen. Schau auch einfach, findest du auch auf meiner Webseite ein Liebesritual. Also das verheißt dir hier Glück. Also es geht auch ein Stück weit darum, dass ihr auch immer diese Chakrenausgleich habt. Und dann kommt auch das Universum, zeigt sich hier.
Und im Sommer kommt der Wunscherfüllung. Und zwar, ja, wenn du eine Entscheidung triffst, dann zeigt sich hier auch wirklich der Soulmate, also auch für dich. Also da seid ihr zusammen. Wundervoll. Noch eine Herzkarte. So, also tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, du das, was du für wichtig hältst oder richtig hältst. Es kommt hier eine Verwandlung, deine Beziehung zu einer bestimmten Person. Ja, wird von Tag zu Tag intensiver. So nehme ich das jetzt. Das Ganze hier war wundervoll. Und jetzt lese ich dir ein Gedicht. So, dann schließe deine Augen. Aus dem Buch von Christian Fricke, was es ist. Dein Herz, heut trüb, weiß nicht, wohin ein Zweifel blieb. Frag nach dem Sinn, der Weg so schwer, den wir gewählt, der Kopf so leer und Sehnsucht quält, das Glück im Bauch macht nebenblind. Willst du mich auch, mein Sonnen? So, meine Lieben, ich wünsche euch frohe Ostern und bis bald wieder mit einem kleinen Video für dich. Freue mich, wenn du dabei bist. Danke dir und bis bald.